Und jetzt die Nachrichten rund um Witchercraft. Heute im Studio Zelda Gamed. Hallo und willkommen zurück zu den Witchercraft News. Josef und andere Mitglieder der Tortuga-Insel bzw. Parrot Crew haben in Zusammenarbeit mit Lolingo neuen Merch veröffentlicht. Der neue Merch umfasst eine Tasse mit dem Parrot Crew Logo, ein Poster, auf welchem eine Karte von der Insel Tortuga abgebildet ist, ein schwarzes T-Shirt mit dem Parrot Crew Logo und einen schwarzen Hoodie mit dem Logo. Der Erlös dieser Charity-Aktion geht nicht an die YouTuber und Streamer selber, sondern an SOS Kinderdorf. Außerdem bekommen die ersten 200 Bestellungen jeweils eine Autogrammkarte mit allen Unterschriften der teilnehmenden Streamer und YouTuber. Die ersten 100 Karten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos von Josef schon vergeben. Aufgrund von verstärktem Unidruck wie Prüfungen muss Josef sich nun eine Woche streamfrei nehmen. Er hat länger darüber nachgedacht, wie er das Stream bei dem Universitätsstress beibehalten könnte, doch er fand keine Lösung. Er hat für diese streamfreie Woche auch Videos vorproduziert, damit er sich vollkommen auf die Uni konzentrieren kann. Nach dieser Woche wird es dann wieder regelmäßig Streams und unvorproduzierte Videos geben. Josef bekam nach seinem Empfinden teils schlechte Rückmeldungen über seine vor kurzem neu eingeführte YouTube-Mitgliedschaftsoption. Er betont allerdings, dass diese sehr günstig sei. Eine Mitgliedschaft kostet 2 Euro, wovon 1 Euro zu YouTube geht und der andere zu ihm. Diese Mitgliedschaft schließt Nichtmitglieder allerdings nicht von extra Inhalten aus, sondern verschafft den Mitgliedern nur vorzeitigen Zugang zu Inhalten. Die Zeitspanne beträgt hierbei wenige Tage. Die aktuelle Anzahl von Mitgliedern soll bei 40 liegen. Josef hat geplant, seine Videos für 2024 zu verbessern. Er denkt darüber nach, einen Videoeditoren einzustellen, damit die Videos aufwendiger und besser geschnitten werden können. Ob er allerdings eine Bewerbungsphase eröffnet oder jemanden sucht, ist noch unklar. Allerdings fordert er auch seine Community auf, Video- und Projektideen und somit die Wünsche der Community in die Kommentare seines Infovideos zu schreiben. Josef wird dann das Feedback und die Vorschläge in den Kommentaren durchgehen und manches eventuell umsetzen. Es sind für 2024 natürlich auch Projekte geplant. Dia Wars, das Grauen der Theocenius. Okay, Spaß beiseite. Dia Wars wird laut Josef 2024 definitiv kommen. Josef wird demnächst allerdings noch Tester brauchen. Wenn ihr also mitmachen wollt, geht auf Josefs Discord-Server, nur da wird es angekündigt werden. Das Projekt ist Stand jetzt zu 80% fertig und wird wahrscheinlich in Richtung Juni, Juli stattfinden. Es wird wahrscheinlich nach Minecraft Elements, dem Projekt von Spark of Phoenix, stattfinden. Der Projekteplan sieht nun also folgendermaßen aus. Im Februar und März wird es ein noch geheimes Projekt geben, welches Josef zusammen mit Space plant. Im April kommt Create Life 5, Minecraft Elements wird voraussichtlich im Juni, Juli stattfinden, so gibt Josef Spark of Phoenix sinngemäß wieder. Nach Elements wird Dia Wars erscheinen und im November startet dann Craft Attack 12. Wie immer hoffe ich, dass euch diese News gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.